Lisa Schuster. Ich bin Ärztin in München und arbeite mit integrativer, komplementärer Medizin. Und der Großteil meiner Arbeit ist das hier, was ihr gerade vor mir sehen könnt. Das ist die Sound-Meditation. Damit beschäftige ich mich sehr viel und versuche auch immer mehr Forschungsarbeiten zusammenzubringen, was das Ganze genau mit dem Körper macht, was mit dem Gehirn passiert und der Physiologie in unserem Körper, wenn wir regelmäßig Sound-Meditationen mitmachen. Und da wollte ich ganz kurz darauf eingehen. Man kann natürlich Stunden darüber reden, aber das Wichtigste, was ihr jetzt hier mitnehmen solltet, ist, dass es darum geht, die Gehirnwellen, die Frequenz runterzubekommen. Also normal sind wir in so einem Beta-Zustand von ca. 30 Hertz und das wird dann durch die Schwingungen, die Frequenzen der Instrumente runtergebracht, langsam auf Alpha bis hin zu Theta. Und wie funktioniert das Ganze? Es ist letztendlich ein Entrainment, das ist ein physikalisches Phänomen. Das heißt einfach, dass zwei Objekte, die auf einer verschiedenen Frequenz schwingen, sich nach einer Zeit angleichen. Und dadurch, dass die Instrumente sehr niedrige Frequenzen haben und langsam schwingen, wird das Ganze dann einfach mit den Gehirnwellen entrained. Und das heißt, die Gehirnwellen können langsam runterkommen. Ich sage auch gerne, dass die Sound-Meditation ein Shortcut in eine richtige Meditation ist, in einen meditativen Zustand, weil es uns einfach hilft, einen Fokus auf etwas zu setzen, in dem Fall die Sounds. Und ja, somit können wir uns dann immer wieder darauf refokussieren. Und da bitte ich euch dann auch drum, das immer wieder zu machen. Also einfach, wenn man merkt, man ist ein bisschen in Gedanken versunken oder Gedanken kommen wieder auf, das einfach nur wahrnehmen und wieder zurück den Fokus auf die Sounds setzen. Genau, das waren dann schon so die wichtigsten Dinge. Ihr solltet auch auf jeden Fall eine bequeme Position für die nächsten 15 Minuten einnehmen. Also entweder liegend oder sitzend mit einer geraden Wirbelsäule und am besten gute Kopfhörer benutzen oder einfach ein gutes Soundsystem. Also nicht nur über den Laptop oder das Telefon. Genau, und dann könnt ihr es euch langsam bequem machen in der Position, die für euch am besten ist. Und dann einfach die Augen schließen und den Fokus auf den Atem setzen. Einfach beobachten, wie du gerade atmest. Ob es ein tiefer Atem schon ist oder relativ flach. Und wenn der Atem flach ist, dann lass ihn gerne tiefer werden. Tief durch die Nase ein und durch den Mund aus. Richtig leer werden, dann nochmal tief durch die Nase ein und den Brust- und auch den Bauchraum richtig füllen und ganz tief ausatmen, bis die ganze Luft raus ist. Damit können wir dem Nervensystem signalisieren, dass wir jetzt in eine Entspannung treten wollen und der Teil vom Nervensystem wird sich aktivieren, der für die Entspannung zuständig ist. Also ruhig das noch ein paar Mal machen. Tief durch die Nase ein und tief ausatmen durch den Mund. Und dann einfach auch mal wahrnehmen, wo du den Atem am meisten spürst. Vielleicht in der Nase, in der Lunge, in der Luftröhre, im Bauch. Konzentriere dich darauf, bei jedem Ausatmen Spannung aus dem Körper rauszulassen und zu merken, wie die Schultern in den Boden sinken, der Kopf. Das Gesicht sich entspannt, der Kiefer loslässt. Die Zunge ganz entspannt ist im Mund.
Und für die nächsten Minuten musst du gar nichts tun. Einfach nur den Geräuschen, den Klängen folgen. Und dich ganz der Entspannung hingeben, dich ganz darauf einzulassen. Thank you.
Dann darfst du langsam wieder tiefer atmen. Den Atem auch im Körper spüren. Augen gerne noch geschlossen halten. Und einfach mal spüren, wie du dich gerade innerlich fühlst. Wie du dich geistig fühlst, ob du jetzt mehr oder weniger Gedanken hast als vor der Meditation. Spür auch mal in dich rein, ob du dich jetzt entspannter fühlst als vorher. Wenn du dann bereit bist, kannst du langsam anfangen, die Finger und auch die Zehen zu bewegen. Vielleicht willst du dich strecken, gähnen. Ganz langsam wieder den Körper in Bewegung bringen. Und nimm dir auch alle Zeit, die du brauchst, um dich wieder aufzusetzen. Dann bedanke ich mich schon mal bei allen, die mitgemacht haben. Und ich hoffe, dass es ein paar Momente der Entspannung bringen konnte für heute, auch für die nächsten Tage.